Titel dieser gemeinsamen Ausstellung der Münchnerin Petra Amarelli und des Thürnauers Stefan Meisel. Und diese zwei Seiten sind offensichtlich. Auf der einen Seite bei Petra Amarelli ein großes Spiel der Farben, die sich gegenseitig steigern, reizen und kränken. Auf der anderen Seite schwarz und weiß, die wiederum den größten möglichen Kontrast haben. Stefan Meisel arbeitet auch in Farbe, aber bei dieser Werkserie ist der Kontrast sein Thema, das Hell und das Dunkel. Man kann etwas von zwei Seiten betrachten, man kann von zwei Seiten kommen, man kann etwas von zwei Seiten machen. Letztlich geht es dabei immer um ein und dieselbe Sache. Und so verbindet Petra Amarelli und Stefan Meisel mehr als sie trennt aus meiner Sicht. Man hat das Gefühl, als befände man sich hier in der Atemwelle in einem Energiefeld, in dem die Farben und Formen der beiden Künstler zueinander sprechen. Es vibriert und wir sind mittendrin. Woher kommt das und was verbindet diese Werke? Zum einen, die Arbeiten haben alle nichts Abbildhaftes. Beide Künstler malen nicht die Realität und auch nicht nach der Realität, wie es abstrakte Künstler tun, die das, was sie in der Außenwelt sehen, auf das Wesentliche reduzieren. Petra Amarelli, die bei Heinz Kunz an der Akademie der Schönen Künste in München studierte, hat in ihren Anfängen gegenständlich gearbeitet und leidenschaftlich mehr auf ihre Umgebung gezeichnet, bevor sie sich immer mehr der abstrakten Kunst zugewandt hat. Stillleben, Landschaften, Bäume führte sie an die Grenzen des Darstellbaren. Irgendwann, hat sie mir erzählt, stellte sie einen Hamster auf den Kopf, um ihm dieses Baumhafte zu nehmen. Aber es blieb ein Baum. Und in diesen Grenzen sind wir ihr bewusst, die eigentliche Droge in dem Ganzen ist die Farbe. Die war für mich schon am Anfang zentral. Und als ich noch gegenständlich gearbeitet habe, und sie ist es heute noch. Und Amarelli verabschiedet sich von Bau und von Landschaft und von diesem stillen Arrangement. Und ab dem Moment, als sie mir erzählt, war ich frei. Und heute gehe ich, wenn ich male, von nichts aus. Auch Stefan Meisel hat früh gegenständlich gearbeitet für noch zu Zeiten seines Studiums bei Oswald Wilhelmwasser. Und auch er hat sich später für diese Freiheit, diese Lustsagen von Dingen, von Figurativen entschieden. Anfangs mit groben Materialbildern aus Beton und Engeln, danach unter anderem mit sekundenschnellen, geworfenen, von der asiatischen Duschkunst inspirierten Werken und schließlich mit dem, was wir hier sehen. Wenn man von nichts ausgeht, von keiner Landschaft, von keinem Ding der äußeren Welt, was führt dann im künstlerischen Prozess überhaupt zu etwas? Auch wenn jetzt letztlich zählt, was heute an diesen Wänden hängt, legitimiert diese Frage schon dazu, kurz über den Schaffensprozess zu reden. Dass die Werke hier miteinander sprechen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie ähnlich entstanden sind. Nämlich sehr, sehr langsam, Schicht auf Schicht. Stefan Meisel legt seine Leinwand auf den Boden und trägt mit Wasser verdünntes Weiß und Schwarz auf. Dann durchleicht es ihn mit der Leinwand, also wirklich nur leicht ist, die Farbe eben, wie man es sehen, gibt er den Abschluss dazu, dass die Farben dann ineinander fließen können. Welchen Weg sie sich bei dieser Lasurschicht, bei dieser ersten Form, ist letztlich aber dem Zufall überlassen. Meisel arbeitet dann nicht mit der Pinsel, sondern mit der Schwerkraft. Bei Petra Amarelli ist es ein innerer Impuls, der sie die ersten Farben, die sie übrigens alle selbst erstellt, auf die Leinwand setzen lässt. Sie pinselt, schabt, kratzt, spachtelt und duftet. Die Künstlerin arbeitet dabei mit dem ganzen Körper. Auch bei ihrer weiteren Leidenschaft der Tanz ist. Hier
bekommt ihr das große Format, das sie häufig wählt. So sehen Sie in der Ausstellung auch kleine Akquarellwerke, mit denen sie während des Lockdowns experimentierte. Akquarellen waren nicht die Wirklichkeit, sondern das Erlebnis der Wirklichkeit. Die Empfindung, die sichtbare Welt in ihr auslöst. Beide Künstler machen keine Skizzen, sind also am Anfang planlos. Während der Woche oder sogar monatelangen Arbeit an einem Werk tritt dabei die Intuition immer mehr zugunsten der Ratio in den Hintergrund. Es wird dann, wie weit es fortschreitet, desto mehr wird komponiert. Wobei aber Welt für ihre Werke oft einen impulsiven, schnellen Abschluss der Welt haben lassen. Bei der Werkserie von Stefan Meiser ist die Arbeitsweise auch Konzept. Er bezieht sich auf die Phänomene der Natur und zufällige Begebenheiten nach einer gewissen Zeit zu Worten führen. Das kann eine heiße Kristall sein, das sich bildet oder auch eine ganze Analyse. Warum sie aus dieser formlosen Ursuppe der Elementarteilchen entstehen konnte, ist noch eines der großen Rätsel der Menschheit. Und auch Stefan Meisel überführt das, was er zufälligerweise auf der Leinwand entstanden ist am Anfang, und dass er dann intuitiv und weitergearbeitet schrittweise in eine Komposition, in eine Ordnung. Sie soll pur und dennoch modularisch sein, und sie soll den Betrachter einladen, der Spur der Farbe zu folgen. Nehmen Sie nun die Einladung beider Künstler zu dieser Ausstellung an und vor allem sprechen Sie mit ihnen, deswegen sind Sie